was im nächsten Spiel passieren wird, das wissen wir alle. Nur einer nicht. Und das ist Mario. Hä? Mario, wir müssen hier ein bisschen was vorbereiten. Du wirst jetzt von unserer Aufnahmeleiterin, von unserer charmanten Aufnahmeleiterin, die jetzt gleich um die Ecke biegt, wirst du jetzt herausgeführt und kriegst dann noch ein schönes Kostüm. Hm? Da gehst du mit der jungen Dame mit? Geh ruhig mit der Mama. Ja, muss man auch sagen. Wenn Mario gleich fertig ist, dann weiß er immer nicht, warum er so aussieht oder wo er ist und was jetzt alles mit ihm passiert. Aber das kennen wir auch. Nach Alkoholmissbrauch wissen wir das auch nicht mehr. Aber er ist nüchtern. Das ist vielleicht am Ende noch viel, 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 viel schlimmer. Ja. Ich schaue einfach mal nach, wie es um ihn steht. Und hier wird, glaube ich, dann noch schnell die kleine Überraschung für ihn aufgebaut. Und ihr platziert euch dann schon mal schön. Ja. Mario, wie steht's denn? Wo ist er? Oh! Ja. Das sieht doch sehr schön aus. Ja. 20 Jahre jünger. Das Einzige, was dir jetzt noch fehlt, ist ein Nümmerchen. So. Was? Jetzt würde ich sagen, gib alles. Toi, toi, toi. Nein, Alter. Das ist deine Scheiße. Komm, Alter, nee. Komm, Scheiße. Ich bin heute gekommen, um die, ich wollte singen ja die Show. Ja. Ich habe ein Lied gebracht auch. Komm mal ruhig ein Stück näher, wir beißen. Ja, wir nicht. Hören gar nicht. Komm mal ganz kleines bisschen näher an den Tisch. Das ja, ist aber also, ich bin auch... ah ja, weil du das gerade sagst. Hier steht irgendwie Hip-Hop, Rap. Ja, das macht 40 oder 50 Cent kennst du ja. 50 Cent, ich habe aber fürs 12 Euro letztens. Also witzig ist er ja schon mal. Bei Kastatt. Aber kurz mal zu deiner Person. Du kommst aus Berlin-Neukölln, gehst zum dritten Mal in die 10. Klasse der Rüthli-Hauptschule. Was sind denn deine Lieblingsfächer, Rico? Ich kann schießen und so. Hey. Das ist schon mal, Stein werfen und schießen und so. Okay. Bei Rüthli-Schule. Das reicht ja im Prinzip schon mal. Ist ja die einzige Schule, auch die klassische Ballettausbildung hat. Absolut. Hat der Soest hat gezeigt. Zeig nochmal. Okay. Der fette Tanzlehrer aus dem Osten. Ah, ja. Ein anderer Sender, das macht er dann nicht. Sag mal, und dann? Ich meine, ich finde, wir nehmen ihm jetzt ein bisschen die Nervosität, wenn wir ihn einfach anfangen lassen. Ja. Du bist ja ein großer Fan, steht hier in meinen Unterlagen von Tokyo Hotel. Und Du hast eine Hommage an die Jungs geschrieben. Sing doch einfach mal vor. Ja, damit wir mal einen Rico aus Neukölln, meine Damen und Herren, mit einer Hommage an die Hotel. Soll dir der Mirko einen Rhythmus dazu? Ja, mach mal Rhythmus. Jetzt bist du da, mein Freund. Ich war vor 12 Jahren Rüthli-Schule, kam ich an, auch mit Schuh und Hose, er war egal, was die anderen sagen. Ich muss meinen Gepäck tragen, ich geh zu die Popstar, ich... Das ist doch... Rico. Ich heiße nicht nur Rico, ich heiße DJ Rico. Ja, DJ Rico, du hast aber auch noch einen tollen Nachnamen. Mit Nachnamen heißt du Ülümüzülütz, wie schreibt man das? Ich heiße nicht Ülümüzülütz, ich heiße Güsüldübüldügüzülütz. Dann haben wir dann keinen Fehler in unseren Notizen. Ganz kurz, ich habe in meinen Was? Ich habe in meinen Unterlagen stehen, dass du eigentlich von Whitney Houston I Will Always Love You singen willst. Vielleicht können wir das jetzt einfach mal hören? Ja, es steht bei mir auch hier. Aber nur den Refrain. Danke. Und nicht zickig anfangen. Werden jetzt. Fünf, schön singen. Sechs. Ja, der Weg ist super. Deine Chance, mein Junge. Ist kein Wunschkonzert, ne? Ja. Kann ich noch mal anfangen? Ja. Natürlich. Komm mal rein. Rico! Ja, Rico. Das Hallo, Rico. Ich bin DJ Rico. Ja, das ich komme aus Rüthli-Schule. Das hörten wir bereits. Ja. Ja. Ganz kurz, Rico. Wir haben auch viel homosexuelles Publikum. Ja. Kannst du einfach uns mal ein bisschen so zeigen, was du für die so vorbereitet hättest? So in Richtung Tanz einfach. Freestyle. Bisschen. Ne, hier. Papa Checky. Ein
Was soll ich machen? Jackie. Jackie. Zeig einfach mal, Rico. Nee, zeig, lass sehen. Das gibt's dann. Ja. Verraten wir. Verraten wir. Ja, müssen wir. Jetzt überschätzt er seine Möglichkeiten. Ich glaube auch. Ey, wir beraten uns kurz, was wir mit dem Rico egal, machen. Ich will einfach nur zu Rico, ey. Der Rest ist egal. Ja. Zu, was meint ihr? Was zum Rico. Wer ist Rico, deine Schwester? Ricola. Ach, Ricola. Ricola. Ach, Ricola. Wer hat's erfunden? Okay. Was machen wir mit dem Rico? Also ich kann nicht gebrauchen. Was machen wir? Wenn ich das für die ganze Jury mal zusammenfassen darf, ich glaube, singen ist jetzt vielleicht nicht so ganz dein Ding. Mein Tipp, singen hier, ich bin kein Sänger. Deswegen mein Tipp, versuch's als Comedian, die nehmen jeden. Vielen Dank, Mario Barth. Dankeschön. Da ist die Tür. Wir kommen hier zu etwas ganz Besonderem. Genau, Mirko, aufgepasst. Nur heute, nur hier und nur bei RTL. Wir leben jetzt die erste Impro-Novela der Welt.